Umgebungsfehlfunktion. Labor unter Sektion 6. An alle Laborleiter, bitte sofort melden. Wir gehen besser keinerlei Risiko ein. Nicht heute. Nehmen Sie meinen Aufzug nach unten. Kennen Sie den Code? Ja, 0451. Was ist da los? Athena, jemand soll diesen verdammten Lärm abschalten. Ja, Sir. So, jetzt können wir uns bewegen und anscheinend haben wir hier Partyalarm. Aber trotzdem Zeit, uns hier nochmal kurz umzusehen. Boah, der hat einen Kamin hier drin, ey. Oh ja, das ist ja wirklich ein Ausblick. Den muss ich ja... Der Code lautet 0451. Ja. Dann kann man hier an das Terminal gehen und dann muss man hier eingeben. 0451. Ich gebe das hier mit dem Numpad ein, weil ich keine Lust habe... Jedes Mal, zack, man muss alles benutzen, weil ich keine Lust habe, da jedes Mal bei der Baus einzugeben. Das ist Mac? Nervig. Hat sie sich schon gemeldet? Laut ihres GPL-Implantats ist sie in dem Mikrochemielabor. Sieht aus, als würde sie laufen. Verdammt, muss ein schwerer Geräteausfall sein. Können Sie sich Kontakt herstellen? Ich versuch's, aber die Intellicams reagieren nicht. Da gibt's von irgendwo eine Störung. Finden Sie raus, was da los ist, Jensen. Schnell! Richard. Waffe. Richard. Genau, Navigation, Tabulator halten. Um aktiv zu werden, müssen Sie sich erst einmal... Ja. Ich weiß, wie ich mich bewege. Mit der rechten Maustaste, wenn ich die gedrückt halte, dann kann ich eben um die Ecke sehen. Beziehungsweise gehe hier an jeder Ecke, auf die ich so eigentlich... So an jeder Wand kann ich dann langlaufen. Kann dann um die Ecke gucken. Ist eigentlich ganz praktisch. Naja, hier ist Notfall und wir sollen nicht mehr machen, als im Moment nur laufen. Ich kann nicht mal so reingucken. Fuck! Können wir mit E Sachen aufnehmen und durch die Gegend werfen? Ist hier noch irgendwas? Ich weiß, es ist ein Notfall, aber man sollte sich immer umgucken in diesem Spiel. Mit der Leertaste können wir springen und dann mit der STRG-Taste kriechen und dann geht das auch schon los. Hat da gerade eine Hand? Ziemlich ratsam, wenn einen die Gegner nicht sehen. Weil ansonsten könnte man hier arge Probleme bekommen. Da kommen sie. Okay, immer mit der Ruhe. Sind zwei Stück, sie haben uns noch nicht gesehen. Okay, mein Aim ist ziemlich schlecht geworden. Blöd, um einen Typen auszuschalten. Wenn er genau... Aber es ist auch nicht meine Waffe.
So, jetzt geht uns wieder gut. Der ist weg. Nur noch der andere. Da kann man nämlich schön vorher raufzielen und dann hoch und bam! So. Kann man hier irgendwie laufen? Ja, der meint, man könnte auch irgendwie laufen, aber da habe ich die Taste noch nicht wirklich wiedergefunden. Schnell runter. Aufstehen. Echt schlecht geworden. Oh, da ist noch einer. Vorsicht, 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 Vorsicht. Komm her. Hab ich dich. Was war das? Wir kommen zu Hilfe! Ach du heilige Scheiße! Ach, die Mörderbraut. Eieiei, die ist hart. Wir dürfen hier nämlich schon einen kleinen Blick auf unsere Gegner werfen. Da war ich jetzt schnell genug, deswegen haben die uns noch nicht gesehen. Das ist auch ganz gut so, weil sonst haben die nämlich sofort im Visier und ballern auf einen. Vier Stück, das wird ja lustig. Okay, die beiden, die nebeneinander stehen. Jetzt. Einer, zwei, drei. Jetzt müssen wir nur den letzten irgendwie kriegen. Der ist da hinten in der Ecke verschanzt. Ja. Adam, schön hinter der Wand bleiben. Jetzt. Aber auch systematisch um ihn rumgeschossen. Kann man nichts gegen sagen. Wichtig ist, sich dann auch mal wieder zu bewegen, weil er schießt logischerweise... Sag mal. Logischerweise... Immer dahin, wo er uns zuletzt gesehen hat. Und wenn wir uns dann bewegen... Kann ich die eigentlich schon ausnehmen hier, oder? Kann die bewegen? Doch, die Waffen kann ich nehmen. Aber ich glaube, das bringt mir jetzt nicht so viel. Shift können wir laufen. Jetzt werden wir aber gezwungen zu gehen, sehe ich gerade. Oh, Blitzcrank. Bam! Sonde zeigt schwere Hämatome durch die Kugel. Müssen die Arterie flicken. Producer David Androssi. Game Director, bla bla bla, so schnell kann ich nicht. Wie dick war das Glas?
durch. Ja, so nützt mir nichts. Zuführung von ERCC-1 vorbereiten. Ich liebe dich. Haben Sie heute nicht schon genug Leute verloren? Tut mir leid. Nur noch ein paar Sekunden. Sein Körper verkraftet das. Unglaublich. Ich glaube, wir haben ihn. Geben Sie ihm den Infolink. Gut. Bringen Sie mir das Telekommunikationspaket. Human Revolution.